Ich hab's gewusst. So ging das Hüpfen. Ach, so ging das. Oh, eine Sekunde zu früh. Da war noch ein Apfel drin. Den hätte ich sammeln müssen. Ich liebe Äpfel. Warum fällt die Murmel da nicht rein? Warum sammle ich die Äpfel nicht ein? Ich hab's geschafft. Oh, oh, ich hab's nicht geschafft. Da war noch einer. Mist, ich hab noch ein Leben. Kann ich den Stein so wegwirbeln? Ich glaube, ich bin da nicht gut drin. Ist das auch noch die Originalgrafik? Oh! Das sind Zäune! Score. Geht das jetzt die ganze Zeit so? Was mache ich jetzt hier? Ich kann nichts machen. Oh. Bleiben die? Wer bist du denn? Boah, das sieht aber richtig schick aus hier drinne. Epilog. Aha. Lass es einfach weiterlaufen. Also nicht wundern. Ja, junge Frau. Man könnte mal aufräumen. Echt aufräumen. Ja, stimmt. Was ist das? Nee, später. Da lag eine Polaroid. Was ist das für ein Aquarium? Die armen Fische. Halt. Altmodisch. Crash Bandicoot. Und eine PlayStation 1. Ja, das waren noch Zeiten. Mann, wie sieht das hier überall aus? Ganzen Handtücher hingeschmissen, das kann man doch. Und die Badewanne! Oh, pfui Deibel. Mom? Dad? Ja? Ach, das ist das Schlafzimmer. Naja, man könnte jetzt fast sagen, es ist klar, woran das liegt. Dass das so aussieht da. Oh, eine geile Dusche und eine schöne Badewanne. Aber die Sachen sind hier wenigstens sauber. Nicht so wie bei dir, Kindchen. Ich gehe da nicht lang, Hund. Ich gehe hier lang. Guck mal jetzt das Ganze. Ja, ich gehe da ja lang. Was ist denn da? Die sind wohl abgehauen. Ist das die Stube? Die ist aber schön. Oh, das ist ja wirklich schön hier. Das gefällt mir. Oh, mal sehen, was du hast. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Komische Musik. Aber die hier gefällt mir. Oh, 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 die Musik. Ich fürchte, oh Mann, und YouTube macht das jetzt immer ganz einfach. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Ja, hier sind noch mehr Klamotten. Waschmaschine. Man sollte hier mal ein bisschen Farbe an die Wände schmieren, aber schön. Na gut. So. Aber nur das eine. Du hast gehört, was sie gesagt hat. Noch eine Toilette? Ah, nur eine Toilette. Auch hübsch. Das ist hier Stube, Wohnküche, alles. Ein Zettel?
lesen. Sam und Sally kommen zu Besuch. Ach, Sam und Sally. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam dran, dass du die Wette verloren hast gegen uns beide. 12 Monate rauffrei, Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns, sag Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Brett rausholen, ich will einmal eine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen, dein Kumpel Victor. Aha. Oh, da sitzen die beiden. Diese zwei. Sam und Sally. Ja, mochten sich zum Anfang nicht und jetzt sind sie beide Freunde. So verschieden ist das manchmal. Dann ist das die Tochter von Nate und Elena. Ein Apfel. Na bitte. Oh, das erinnert mich an den Marktplatz. In Kingston. Da hat der Apfel doch. Die Küche ist schön. Aber man sollte mal ein bisschen, ne? Könnte mal so ein bisschen Farbe ranmachen. Aber nur ein bisschen. Ist das ein geiler Schrank. Was ist denn hier eingesteckt? Die Lampe vielleicht. Noch eine Kiste. Couch. Und kein Fernseher. Interessant. Tatsächlich, kein Fernseher. Ich will das Haus haben. Ich will! Ich höre da was. Ja, das war mir klar. Weg ist sie. Direkt am Wasser? Was ist, wenn das mal richtig stürmt? Taj Mahal, ich komme. Nur noch ein paar Wochen. Aha. Ach, hier kann man auch lesen. Die Welt sehen, dem Bedürftigen helfen. Ein Monat voller Abenteuer. Sieh die Wunder Indiens mit eigenen Augen. Tauche ein in die reiche Kultur des Landes. Erkunde uralte Tempel. Feilsche auf den Märkten und besuche zum Abschluss das berühmte Taj Mahal. Zusätzlich verbringst du einen Monat in ein Waisenhaus in Dehradun, um Englischunterricht zu geben und mit den Kindern zu spielen. Ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis. Das glaube ich. Hallo? Ich habe jetzt dreimal auf diesen komischen Button gedrückt. Ich drücke wahrscheinlich nicht lange genug. Oder lang genug. Ne, findet ihr nicht auf, was passiert, wenn er mal richtig wässert? Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Da ist ein Segelboot. Die wohnen hier aber geil. Ich bin doch ein wenig neidisch. Hier kann man sogar schlafen. Da wird gesessen am offenen Feuer. Da gehen wir auch noch hin. Da sitzt der Hund beim Boot. Jemand da? Nein? Niemand? Irgendwas kann ich hier machen. Hey, Vicky. Ach, Vicky. Ach ja, der Hund soll ja Victor heißen. Hier ist auch noch was. Das Essen ist hier. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Ach, süß, ein Weibchen. Los, such sie. Los. Echt jetzt? Gut, suche ich sie selbst. Ah, wenigstens läuft sie. Eine Außendusche?
Aha. Geh einmal rum. Muss ich angucken. Was ist das eigentlich für ein kleines Haus hier? Aber auch so dicht am Wasser. Also so dicht am Wasser würde ich nicht wohnen wollen. Irgendwie zu gefährlich. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Mhm. Wow. Das wurde toll gesäubert. Können wir hier schauen? Ah, hier. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Welches Suchgebiet und wo? Wo ist das? Da ist eine Stadt, aber da kann man nichts lesen. Piste? Kitachi Itza? Ist das irgendwo in Lateinamerika oder so? Nein, sie guckt hier so hin. Da. Wie albern. Adventure Life. Aha, war sie mit? Hm. Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Ah. Das sind seine Schlüssel. Dann gucken wir doch mal. Der Schrank ist abgeschlossen. Einfach keine Chance. Wow. Die ganzen... Ich wusste es. Da ist so ein Dismaskreuz. Oder das Dismaskreuz. Wie das wohl riechen mag da drin. Eine spanische Dublone. Aber von wo? Jahrhundert. Wo ist das her? Da, der Schädel. Irgendwie gruselig. Das haben wir uns doch alles zu Beginn angeschaut. Ich kann es nicht zurücklegen. Doch, jetzt. Da ist das Buch. Hallo. Sie darf sich das wohl nicht anschauen. Wow. Oh mein Gott. Evelyn hat einen Sammler. Ja, das kennen wir doch. Das ist das mit dem Joseph Burns. Das haben wir doch in dem Haus gefunden bei der alten Dame. Wow. Henry Avery, der Gunsway-Raub? Genau. Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Und er hat ihn gefunden. Pass auf, das ist das Foto. Genau. Ja. Sic Pavis Magna. Sir Francis Drake. Großes aus kleinen Ursprüngen. Die Burns-Avery-Recherche wird erstmal zurückgestellt. Noch zu viel mit Sir Francis zu tun. Nur noch ein paar Wochen, bis ich meine Ergebnisse präsentiere und die werden mich vermutlich auslachen, schon wieder, so sei es. Handschriftenprobe. Laufweite ist ähnlich, aber nicht eindeutig. Brief an Walsingham weist markantes kleines F ohne Querstrich auf. Das ist auch der in der F-James-Probe sichtbar. In beiden Proben finden sich auch ein markantes H. Aha. Die hat den Typen tatsächlich gesucht. Mehr kann ich nicht machen hier.
Halt. Ach, hier ist noch ein Brief. Was ist das? Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Was zur Hölle? Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Ich habe euch gesucht. Was machst du hier drin? Ich habe euch gesucht. Ich habe euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das schon, ja. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War es eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Thank you.
Tja, vorbei. Wunderschönes Spiel. Ich bin jetzt auch ein wenig sprachlos und geflasht von dem Ende. Das ist für mich irgendwo dann doch ein wenig offen gehalten, was mich auch sehr freuen würde. Aber was ich auf jeden Fall mal tun werde, ist mir diese nächsten Drake-Edition zu kaufen, wo man, also von Uncharted, wo man dann wohl ein Teil 1, 2 und 3 für die PlayStation 4 aufgearbeitet hat, um das mal auch nachzuspielen. Ob ich das jetzt im Let's Play machen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich werde das mir ganz sicher irgendwann holen. Ich habe aber noch ein bisschen mehr Futter für die PlayStation mir jetzt angeschafft. Die Spiele sind gebraucht, ja, Gott sei Dank nicht so sehr teuer. Da geht das schon. Ja, ich könnte jetzt den Abspann noch eine Weile laufen lassen. Ich habe arge Befürchtung wegen der Musik. Es kann sein, dass das jetzt hier zusammengeschnitten ist und tonlos, wenn ich damit Ärger bekomme. Das weiß ich aber nicht. Das wird sich zeigen, wenn ich die letzte Folge denn hochgeladen habe. Ja, danke an die Entwickler für dieses tolle Spiel, muss ich mal ehrlich sagen. Auch wenn es kleine Mängel gibt, auch wenn man mal meckert, nichts ist perfekt auf der Welt. Auch so ein Spiel nicht. Ich denke mal nur mal an das Auto, was beim Fahrstuhlfahren im Fahrstuhl verschwunden ist. Ja, und dann so ein paar andere Nettigkeiten. Auch die Koordination mit der Springerei war nicht ganz so. Und Quicktime-Events sind Gift für mich. Ja, ich bin Controller-Anfänger hier auf der PlayStation. Ich habe schon mit meinem Xbox-Controller genug zu tun. Naja. Ich glaube nicht, dass man das hier groß abbrechen kann, außer man drückt auf diesen komischen versenkten Knopf, der Options heißt. Ich drück mal. Ach, und dann ist es vorbei. Ja, und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Falls es wem gefallen hat, Abo, Like, Kommentar ist immer willkommen. Sage ich eigentlich jetzt auch fast immer, wenn ich mein Let's Play vollendet habe. Ich habe das jetzt wieder durchgezockt, ohne irgendwas davon jemals freigeschaltet zu haben. Bisher. Das kommt aber noch. Warum ist der Fotomodus eigentlich wieder aus? Ist ja interessant. Ich gehe mal in die Option was schauen. Die hat er sich gemerkt. Gut. Weiß ich nicht. Ich hatte den letztes Mal eingeschaltet. Warum der jetzt aus ist, weiß ich nicht. Ist jetzt auch egal. Ja. Mal schauen, was denn jetzt als nächstes kommt. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich anfange, hier die ersten Videos hochzuladen und freizuschalten. Jetzt läuft erst aktuell noch etwas anderes. Ich muss jetzt auch nachher gleich wieder weg. Das macht aber nichts. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.